Hier haben wir unsere Cyborgs. Das sind Leute, die sich selbst aufschneiden, um ihre Tür zu Hause aufzumachen und solche Dinge. Die setzen sich einen Chip ein, der ganz praktisch sein kann, um Daten zu speichern oder Zugangscodes. Statt Ausweiskarten haben sie ihre Information tatsächlich in der Hand gespeichert. Sie sind also ein richtiger Cyborg, kein richtiger Mensch mehr. Ich bin verbessert. Was ist das? Da habe ich mir vor 3 Tagen einen Prototypen einbauen lassen. Was für ein Prototyp? Eine ganze kryptografische Plattform. Da kann man Mini-Apps draufladen. Damit kann man verschlüsseln oder einmal Passwörter generieren oder es als Bitcoin-Portemonnaie nutzen. Wie geht das? Sie programmieren vom Computer. Ja, Sie nutzen sogar Ihr Mobiltelefon. Das hat eine App, die kommuniziert mit dem Chip. Kann ich Ihnen zeigen? Wie viele Chips haben Sie im Körper eingebaut? 2 Prototypen jetzt für die Cebit. Und insgesamt? 4. 2 Glaskapselchips habe ich und 2 dieser neuen Polymerfolien. Diese da. Ja, daran arbeiten wir gerade. Es ist die flexible nächste Generation. Das ist das, was Sie am Arm haben? Ja, einer da, einer hier. Auf meinem Telefon gibt es ein Autorisierungsprogramm mit auf Zeit generierten Passwörtern. Dafür brauchen Sie ein Gegenstück. Das kann man in der Tasche tragen, aber da verlieren Sie es vielleicht. Mein Chip erfüllt unter anderem diese Funktion. Das Handy liest und generiert den Code. Wenn Sie in Ihr Bankkonto wollen, geht das nur mit Hilfe des Chips im Arm? Genau. Der hilft, den Zugang durch zeitweilige Passwörter noch sicherer zu machen. Was passiert, wenn Ihnen jemand den Arm oder die Hand abschneidet? Na gut, wenn jemand mit dem Messer kommt, aber die wissen ja gar nicht, dass ich so ein Implantat habe. So wie der da hinten wollen Sie aber nicht aussehen. Nein, das ist nicht mein Ziel. Ist das nicht die Zukunft? Wenn wir über Körperveränderungen reden, auch Brustimplantate sind ja so eine Art künstliche Verbesserung. Ich bin da aber mehr an Funktionen interessiert. Sollte man statt Ihren Chip aus der Spritze zu nehmen, nicht lieber warten, bis Ihr Prototyp serienreif ist? Könnten Sie, aber der Einsatz des flexiblen Chips ist auch ein bisschen aufwendiger. Da braucht man ein Skalpell. Skalpell, Schnitt, vielleicht nähen. Das ist das, worüber wir reden. Das ist der kleine Chip, den er da unter der Haut hat. Und den anderen sehen wir gar nicht. Den können wir rausnehmen. Das ist der glasummantelte Chip. So this is a small glass tag. Zeige ich der Kamera auch mal. Da, wenn man da was sehen kann, das wird schwer werden. Bricht der auch nicht? Im Körper nein. Wir haben getestet, ob man ihn zerstören kann. Kälte, Hitze, alles probiert. Außerhalb des Körpers kann das Glas theoretisch auch kaputt gehen, aber im Körper liegt er weich und beweglich im Gewebe. Wir haben ihn mit 500 Newton belastet, arbeiten für Vakuum- und Drucktests mit Unis zusammen. Wir haben ja so eine Happy Hour, da kostet dich das gar nichts. Das machen wir umsonst. Ja? Ich finde das interessant. Was ist denn mit dir? Also wollen Sie nicht, dass er das macht? Nee, soll möchte ich keine nicht. Falschen Teile in sich tragen? Nee, soll er nicht.
Der braucht das nicht. Also wenn du dir ein Piercing stechen lässt, es ist aber was werde ich anderes. Gar nicht erst gefragt, ja, aber so ein Ding ist was anderes. Sie wollen das unbedingt, Biohacking. Ich möchte das machen, ja. Sie möchten mit Ihrer Hand, mit dem Chip da drin, die Tür aufmachen. Ja, eine Auto Tür fahren. Zum Beispiel nicht, aber ich finde das ganz interessant, wenn man dann auf seinem Handy sehen kann, ne? So Freunde zum Beispiel, wenn man zeigen kann, hier, das bin ich. Ne? Also was, was man auch sagen muss, das ist ja eine Sache, die bleibt jahrelang. Also Amal, mein Kollege, hat seine Chips seit 11 Jahren in der Hand. Da war am Anfang auch nicht klar, wofür kann ich das denn einsetzen. Die ersten Airlines ermöglichen das Boarden sozusagen mit der Hand. Wir haben Fitnessstudios, wo ich rein und raus gehe. Wir sind dabei mit Bitcoin Bezahlmöglichkeiten. Öffentlicher Personennahverkehr fängt jetzt an. Also das ist, wir sind ganz am Anfang. Das ist erste Apple wie in den 70er Jahren, da war der Computer aus Holz, sag ich mal. So ähnlich ist das im Moment. Und die Entwicklung geht dann immer weiter. Wir machen Apps, die auf die Implantate kommen. Und ja, und wenn du irgendwann den nicht mehr willst, dann drückst du ihn raus. Und dann, aber ich würde ihn drin lassen und du merkst ihn nicht. Ich bin ja noch jung. Im Laufe der Jahre kann man das bestimmt irgendwie mal gebrauchen. Ja, schon jetzt. Also, und ich wusste auch nicht, als ich ihn gekriegt habe, dass ich irgendwann so einen Schließzylinder zu Hause habe. Vielleicht hast du ihn in 3 Jahren einen. Der ist wesentlich sicherer als jeder normale, den man, wo man mit dem Schlüssel rein kann. Weil hier können Einbrecher nichts mehr machen. Selbst wenn sie dieses Ding abhauen, bleibt die Tür verschlossen. Und ich brauche halt meine Hand und dann kann ich Tür auf und zumachen. Ne? Jetzt ist er wieder gelockt. Ich würde es trotzdem noch machen. Okay, super. Dann bitte ich dich, das einmal auszufüllen. Ganz in Ruhe. Für Piercer ist das also eine wirklich eine Kleinigkeit. Die machen Zungenspalten oder was durch die Zunge stechen oder sonst was im Körper. Da ist das wirklich also unterste Kategorie, was sowas anbelangt. Ne? Okay. Da muss man sich keine Sorgen machen. Der Freund 2.0. Aber Sie können ihn reprogrammieren jetzt. Ach so. Dann anschließen. Ja, natürlich. Schon mal drüber nachgedacht, was Sie da für Möglichkeiten haben. Nee. Kann sie sich reinhacken? Ich glaube, mein Programm ist ganz gut. Hackt sie. Es gibt ja Biohacker, die hacken ja auch, das geht in Richtung DNA-Hacking. Ne? Also, dass man die menschliche DNA umschreibt. Was ist denn was für Biologen? Sowas machen wir natürlich nicht. Der Chip reagiert auf elektromagnetische Wellen, hat keine eigene Energiequelle. Wer diese erste Generation unter der Haut trägt, läuft mit etwas herum, das sich mit einem Barcode vergleichen lässt. Darf ich einmal was gucken? Darf ich einmal kurz? Darf ich einmal was sehen? Du nimmst die linke Hand? Ja, das ist super. Hier hast du halt viel. Ich mache schon mal ganz bewusst, massiere ich auch so ein bisschen. Ne? Ich knete daran rum, dass du gleich gar nicht mehr weißt, ist das jetzt, was so ein bisschen zwickt, ist das vom Drücken oder ist das die Spritze? Ja? Und dann will man parallel hier zu dem Knochen gehen. Ich würde sonst da so, aber normal macht das schon. Alles gut. Flügen bis gerne. Okay. In der Nadel sitzt der Chip und wird in die Hand hineingedrückt. Wandern wird er nicht, heißt es. Also schlimm fand ich es nicht. Ich schon. Einige finden es sehr schlimm, andere merken es eigentlich gar nicht so richtig. Und ja, gut. Warum haben Sie es jetzt gemacht? Neugier. Also, ich denke, ich werde es bestimmt einfach nochmal brauchen. Wie viele haben Sie denn schon eingesetzt? 250 ungefähr. Was machen die Leute damit? Apps bedienen, mit denen sie zu Hause reinkommen, Türen, Autos aufmachen. Ich starte mein Auto damit. Kinokarten kauft man damit noch nicht. Das kommt noch. Auf welchen Fluglinien kann man so einchecken? SAS. Also
Mein Kameramann hat klar gesagt, ich soll das nicht machen. Zumal es mutigere Kandidaten für die Chip Happy Hour gibt. And out. And out. Das war's. Jetzt bist du ein Cyborg. Blieb, blieb. Ja, blieb, 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 blab. Jetzt bin ich ein Teil des Zukunfts, ja.